Hallo ihr Lieben, heute kochen wir das einfachste Spätzle-Rezept der Welt. Ganz leicht dann auch Käsespätzle. Dieses Rezept ist nicht von mir, sondern von meiner lieben Freundin Johanna. Also lasse ich sie das auch gleich selber machen. Bin ja immer froh, wenn ich ums Kochen drumherum komme. Aber einfach ist es und deswegen gehört es in den Kanal. Wir brauchen als Wichtigstes eine Johanna. Hallo mein Schatz, schön, dass du da bist und schön, dass du dieses Rezept heute für uns machst. Es hat ganz wenig Zutaten. Wie viel Gramm Mehl? 500 Gramm brauchen wir, also die Hälfte der Packung. 500 Gramm, oh, super, brauchen wir nicht abmessen, einfach die Hälfte der Packung. Bin ich dabei. 6 Eier, Salz, ein bisschen Öl. Ein bisschen Öl, genau. Und eine Reibe brauchen wir dafür. Und wir brauchen noch eine Sache und zwar 250 Milliliter Wasser. Ach so, und eine Packung geriebenen Käse, falls du die Spätzle zu Käsespätzle machen möchtest. Dann mache ich es mir gemütlich und du fängst an. Alles klar. Wir nehmen uns eine große Schüssel, packen da 500 Gramm Mehl rein, dann die 6 Eier. Dann kommen da noch ein Esslöffel Öl dazu. Ich nehme da zum Beispiel Sonnenblumenöl und dann Salz dazu und ganz am Ende eben noch 250 Milliliter Wasser. Und dann den Teig einfach mit dem Schneebesen verrühren. Ist ja immer nicht leicht in der fremden Küche zu kochen. Also deswegen habe ich das jetzt, übernehme ich mal kurz. Einen großen Topf mit kochendem Salzwasser. Hier ist der Spätzleteig, da ist die Spätzlereibe und hier ist ein Sieb über einem kleinen Topf, ja, wo dann die Spätzles reinkommen. Ihr könnt alternativ aber auch die fertigen Spätzles direkt in die, auf die Teller geben. Oder auf eine Auflaufform, Käse drüber, dann nochmal in den Ofen, das machen wir nicht, das ist jetzt zu kompliziert. Kleiner Tipp. Wasser schon mit dem Wasserkocher vorkochen geht viel, viel schneller als mit der Herdplatte. Ich chille, du kochst. Sehr gut. Sobald die Spätzle an der Wasseroberfläche schwimmen, sind sie fertig und können abgeschöpft werden. Jetzt richtig gut aus. So, und entweder wir lassen es so als Beilage, genau. Oder mit Käse, ja? Und dann kommt noch eine Schicht, oder? Ja, wenn du jetzt richtig Käsespätzle machen würdest, dann könntest du schichten, genau. Mhm. Dann läuft das besser. So. Lieber Micha, heute zu meiner Linken. Sieht gut aus. Danke. Okay. Guten Appetit. Danke. Mhm. Ist ja ein richtiges Erlebnis. Wow. Richtig toll. Schmeckt richtig gut. Das geht so einfach, hätte ich nicht gedacht, dass Spätzle so ein einfaches Gericht sein können. Also das werde ich jetzt integrieren in den Plan, ihr auch. Ganz viel Freude, guten Appetit, bis nächsten Dienstag. Ciao.